So, wie man sehen kann, das Wetter ist nicht ganz so rosig. Da hinten sieht schon ein bisschen besser aus. Ich sollte wirklich mal ein Buch oder irgendeinen Kurs machen, bei dem ich das Wetter lesen kann. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo ist mein Hund? Da vorne. Folgendes. Wir sind heute ein bisschen später unterwegs. Heute Mittag war es wirklich extrem mit dem Pollen. Ich habe es wirklich ganz, ganz stark an den Augen gespürt. Und meine Schleimhäute, die sagen mir jetzt auch Bescheid. Also es ist wie so ein extremes Jucken im Hals. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie gespritztes Obst oder so isst. Da habe ich das auch manchmal. Und ihr das nicht vorher abwascht, dann gibt es ein komisches Jucken. Und das habe ich die ganze Zeit. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mit dem Jeff ein bisschen später noch mal rauszugehen. Jetzt geht's mittlerweile. Aber das Wetter scheint so, ich weiß es nicht. Also die Wolken, die ziehen in die Richtung. Ne? Deswegen, ich habe nur eine ganz dünne Jacke an. Jeff, komm mal hier hin. Komm. Der Jeff, der durfte. Es kommt schon keiner. Jeff, komm hier hin. Hier hin. So, mach Sitz. Der Jeff, der durfte heute Morgen mit seinem Kumpel spielen. Dementsprechend ist er noch ein bisschen dreckig. Mal schauen, wie es gleich aussieht. Jeff hat hier wieder alles im Blick. Ja, dich meine ich, Jeff. Und auf geht's, komm. Wir befinden uns gerade in der Nähe eines Ortes, an dem sich für Jeff tragische Momente zugetragen haben. Und zwar hat er ja hier mal seinen Ball verloren. Nee, da vorne. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, dann schaue ich, ob ich den Ball sehe. Weil der kann ja nicht einfach verschwinden. Das ist. Oder da haben wir den Räuber. Nicht, nicht wieder fertig. Also da verliere Wie ist? und die da, Berlin ist Bene. Union. Union ja. ist Bene und Paderborn, da sind sie weg. Aber sie sind Heimspiele, weißt du? Das ist das Böse. Und Hamburg hätte ein Auswärtsspiel in Paderborn. Wenn ich da verliere, sind sie weg. Und wie ist denn jetzt? Der Wolf bleibt, oder? Der Wolf ist die Hamburg. Ja. Ja, aber ich habe zwei Fehler. Gell, aber ich glaube, jetzt hätten sie gesagt, sie halten dran fest oder irgendwas. Ja, aber irgendwer war gestern schon. Aber weiß auf das Ganze, ja. Ja. Das stimmt, das hat nicht mehr gehalten. Moment, ihr fresset. Bis ihr irgendwann halt mal, wo ist sie denn? Ah, das weiß ich dann oben durch, oder? Ja, ja. Ah. Ja, ja. Und ich brauche so den Hund. Nein, ich denke, jetzt kann ich mal einen Hund. Und dann nein, noch. Man kommt ja auch mit angelegten Ohren. So, wie ihr gerade sehen konntet, durfte Jeff heute doch noch mit jemandem spielen. Und zwar einer Boxer-Mischlingshündin. Die ist ungefähr 8 oder 9 Monate alt und da konnte ich ein Verhalten von Jeff beobachten, was ich so bisher noch nicht gesehen habe. Ich habe das leider nicht auf Band. Ich hätte es wirklich gerne auf Band gehabt. Aber ich glaube, ich habe sogar auch nur mehr dieses Rennspiel aufgenommen als dieses Kämpfen oder wie man es halt auch nennen möchte. Und später hat er allerdings ein Verhalten gezeigt, was ich vorher noch nie so sehen konnte bei ihm. Und zwar, dass er die Kontrolle abgegeben hat. Ja? Das sehe ich bei Jeff eigentlich nie, wenn er spielt, wenn er sich darauf einlässt, mit anderen Hunden erstmal in diesen Infight zu gehen. Ja? Das macht er nicht mit vielen Hunden. Er ist gewollt, mit vielen Hunden zu spielen und so. Das ist alles kein Problem. Aber wirklich dieses Beißen und Ziehen und so weiter, das macht er mit sehr wenigen Hunden. Und ich habe auch so mehr das Gefühl, dass es ein gewisses Vertrauen braucht, dass er das mit Hunden macht. Und zusätzlich ist es dann so gewesen, dass die Boxerhündin ihn so an der das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen schockierend an und so, aber das ist halt normales Spielen. Die hatte ihn so an der Kehle und Jeff lag unten.
Normalerweise ist die Situation dann so, dass Jeff, so schnell kannst du nicht gucken, wieder oben steht. Ja, also der ist dann wieder Herr der Lage. Das hat er nicht gemacht. Der lag schwänzelnd auf dem Boden. Und das konnte ich bisher noch nicht beobachten bei ihm. Es war wirklich interessant zu sehen.